So, Freunde, herzlichen Glückwunsch. Viele von euch sind bestimmt schon 18 oder werden es bald. Happy Birthday to you. Super, denn mit 18 beginnt die wirklich coole Zeit. Dann dürft ihr wählen. Und zwar den Bundestag. Abdelkratie. Endlich mitentscheiden, was in unserem Land passiert. Yeah. Aber leider habe ich auch eine ganz schreckliche Nachricht für Erstwähler. Auch im Jahr 2020 gibt es für das Wählen immer noch keine App. Wie, keine App? Ja, leider. Eine App wäre schon cool. Aber noch müsst ihr oldschool-mäßig im Wahllokal erscheinen und dann mit dem Stift auf einem Zettel euer Kreuz machen. Oder noch tragischer, eine Briefwahl. Ganz ehrlich, warum nicht gleich eine Brieftaube? Ich weiß, einige denken jetzt, machen wir jetzt hier keinen auf Vorzeigemoslem, wählen ist öde und ändert nichts. Leute, wir beruhigen uns. Das habe ich früher auch gedacht, aber das stimmt nicht. Wir haben in Deutschland ein wunderbares System, die parlamentarische Demokratie. Das Volk wählt ein Parlament aus Volksvertretern. Da werden dann wichtige Dinge entschieden, die auch euch betreffen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, ob irgendwann Cannabis legalisiert wird. Ich weiß ja nicht. Wahlberechtigt ist jeder ab 18, der einen deutschen Pass hat, aber einen echten. In mittlerweile 11 Bundesländern dürft ihr zumindest bei Kommunalwahlen und manchmal sogar bei Landtagswahlen schon ab 16 wählen. Aber das kriegen viele gar nicht mit, weil man mit 16 ja auch schon Bier trinken darf. Gerade junge Leute müssen wählen. Bei der letzten Bundestagswahl waren über die Hälfte der Wahlberechtigten älter als 50. Kein Witz. Hey, die Hälfte der Wähler sind alte Leute? Ja. Und wenn ihr nicht wählen geht, entscheiden die über die Zukunft, obwohl sie selber gar nicht mehr so viel davon haben. Das ist, als würde ich sagen, Leute, ich entscheide, wo wir heute feiern gehen, aber ich komme nicht mit. Sinnlos. Also, geht wählen, ist geil. Aber wen wählen wir da? Im Prinzip kann sich jeder zur Wahl stellen. Mit 18 habt ihr auch das passive Wahlrecht, das heißt, ihr könnt auch selbst bei Wahlen antreten. Ihr müsst dazu nicht mal in einer Partei sein. Ihr könnt auch parteilos antreten oder in einer Wählervereinigung. Parteimitglied werden ist aber auch nicht schlecht. Was sind Parteien? Parteien sind Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern, die an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen. Möge der Marokkaner fortfahren. Ja, ihr habt richtig gehört. Parteien sind Vereinigungen von Bürgerinnen und Bürgern, also von euch oder mir. Nicht hier unten die Bürger, da oben die Politiker. Parteien vertreten die Interessen gesellschaftlicher Gruppen und agieren als politische Handlungsbevollmächtigte. Ich übersetze das Geschwurbel mal. Ihr wählt quasi eine Gang, die das gleiche will wie ihr. Also eigentlich ganz einfach und ziemlich cool. Das merkt man schon daran, dass alle Diktatoren, Despoten, Autokraten, Tyrannen als erstes die Demokratie abschaffen und alle anderen Parteien verbieten, wenn sie an die Macht kommen. Wenn diese Typen mehr Angst vor anderen Parteien haben als vor der eigenen, dann müssen Parteien was Gutes sein. Aber geile Sonnenbrille. Okay, ich hab's verstanden, Parteien sind super, aber welche Partei wähle ich denn jetzt? Gute Frage. Früher war das einfach. Man entschied sich für eine der beiden großen Volksparteien, die den Kuchen größtenteils unter sich aufgeteilt haben. Ein kleiner Rest war dann noch liberal oder besonders naturverbunden oder irgendwie sowas. Manchmal hatte eine der Volksparteien sogar mehr als 50% der Wähler. Jetzt hör aber auf. Absolute Mehrheit für eine Partei. Okay, und ich bin der marokkanische Weihnachtsmann. Doch, gab's mal. Aber früher gab's auch Zinsen aufs Sparbuch. Egal, Leute, informiert euch einfach. Jede Partei vertritt unterschiedliche Interessen. Wir wollen, dass alle gleich sind. Wir wollen, dass alle noch gleicher sind. Wir wollen, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Wir wollen, dass du legal kiffen kannst. Wir wollen, dass im Bus keine Ausländer mehr neben dir sitzen. Wir wollen, dass jeder macht, was er will. Wir sind Bayern. Es gibt sogar Parteien, die meinen, eigentlich sollten Tiere hier das Sagen haben. Wollt ihr den totalen Den Viechern habe ich nie getraut. Damit nicht jede Kleinpartei mit in den Bundestag einzieht, hat man etwas sehr Sinnvolles erfunden, die 5%-Hürde. Schafft es eine ganz alberne Splitterpartei nicht, wenigstens 5% aller Stimmen zu kriegen, ist sie raus. Welche politische Gang für euch die richtige ist, müsst ihr selbst entscheiden. Informiert euch, lest Parteiprogramme, guckt, ob eine Partei einfach nur tolle Sachen verspricht, um eure Stimme zu kriegen, oder ob sie die Sachen auch wirklich umsetzen will. Spielt mal den Wahl-O-Mat durch. Und seid immer vorsichtig, wenn eine Partei für alles immer den gleichen Schuldigen hat. Was weiß ich, die Reichen oder die Armen, die Ausländer, die Griechen. Und was ist mit reichen Griechen, die früher mal arme Ausländer waren? Ich weiß, einfache Antworten machen Spaß und sind einfach, aber leider ist die echte Welt sehr komplex. Deswegen ist echte Politik auch mühsam und schwierig. Gerade auf kommunaler Ebene, also bei euch im Ort.
Da sitzt man dann im Hinterzimmer der Gaststätte zum fidelen Wildschwein und diskutiert nächtelang mit anderen Leuten. Diskurs, Baby. So richtig mit verschiedenen Positionen und am Ende hat man einen Kompromiss. Weil im Gegensatz zur Gang muss man in einer Partei gar nicht immer die gleiche Meinung haben wie der Chef. Ja, das ist total anstrengend und überhaupt nicht sexy, aber das sind die Menschen, die unser Land voranbringen. Nicht die Leute mit den einfachen Antworten. Naja, manchmal sind auch die in Parteien, aber gut. Also, vielleicht habt ihr ja Bock, euch nicht nur durch eure Stimme bei der Wahl einzubringen, sondern auch in einer Partei. Gibt's denn dafür wenigstens eine App? Manche Parteien haben dafür sogar eine App. Probiert's aus. Man braucht dafür nicht mal Abitur. Das ist ein ziemlich stressiger Job mit echt viel Verantwortung. Aber hey, wenn ihr es bis in den Bundestag schafft, gibt's wohl den geilen Dienstwagen, Brudi. Wie, ich darf damit nicht privat cruisen? Der Wagen ist eigentlich nur für Dienstfahrten innerhalb Berlins, also nicht um mit 200 Sachen über die Autobahn zu düsen. Und ich muss mir die Karre mit anderen Abgeordneten teilen? Demokratie halt. Trotzdem geil. Demokratiefaust. Yeah.